Formel für die geometrische Summe 1 minus Alisa, bitte nochmal von vorne. Berechnen Sie mit der Formel für die geometrische Summe 1 minus 2 Siebtel plus 4 49 minus 8 343. So, wir schreiben wieder die geometrische Summe drunter und stellen fest, dass es sich wieder um ein negatives Q handelt. Das heißt, Bäcker, das heißt, das Q ist hier wieder negativ minus 2 Siebtel. Q Quadrat, das ist also 1 minus 2 Siebtel plus 2 Siebtel, oder quasi plus minus 2 Siebtel zum Quadrat plus minus 2 Siebtel hoch 3. Dann können wir hier die Formel für die geometrische Summe anwenden. Das heißt, wir haben Q gleich minus 2 Siebtel, N gleich 3 und wir erhalten 1 minus minus 2 Siebtel hoch N plus 1, also hoch 4 durch 1 minus minus 2 Siebtel. Und jetzt müssen wir das hier ausrechnen, Alisa, jetzt müssen wir das hier ausrechnen. Hoch 4 heißt, wir verlieren das Minuszeichen und wir haben 1 minus 16 durch 2401, das 7 hoch 4, durch 1 plus 2 Siebtel. Also, und das ist dann 2385. geteilt durch 2401 durch 9 Siebtel. Ja, und das kann man dann bestimmt noch irgendwie vereinfachen. Das hier hat Quersumme 9, ist also bestimmt teilbar. Nehmen wir den Taschenrechner. 23, 85 durch 9. Das ist 265. durch 343.